Ihr schaut mir einfach zu, welche Gesten ich mache. Macht die Gesten einfach nach und sprecht mir auch, aber nur mit eurer inneren Stimme, also lautlos, innerlich die wortmagischen Formeln nach, die zu den einzelnen Gesten gehören. Wir beginnen die Übung, die Leib-Atta-Übung, die uns unser Lehrer Vaivamos geschenkt hat, indem wir unsere Hände aufs Hara legen. Und ich spreche laut vor, ihr spricht tonlos nach, gesammelt in einer leeren Mitte, Y korrigiere. Und dann heben wir die Hände zum Y, zur Mahnrune. Und die Formel für diese Geste ist: Und ich bin mir gewahr, dass ich reines Licht bin. Y korrigiere. Und die Hände gehen wieder zur leeren Mitte. Gesammelt in einer leeren Mitte, Y korrigiere. Hände auf Brusthöhe, schreiben nach vorne einen Halbkreis, die Fingerspitzen überlappen sich leicht. Ich bin mir gewahr, dass ich reine Schöpferkraft bin, Y korrigiere. Mitte. Gesammelt in einer leeren Mitte. Die Arme bilden das Andreaskreuz. Ich bin mir gewahr, dass ich reiner Wille bin. Y korrigiere. Gesammelt in einer leeren Mitte. Y korrigiere. Arme Brusthöhe bilden ein Keil. Ich bin mir gewahr, dass ich reine Klarheit bin. Y korrigiere. Hara. Gesammelt in einer leeren Mitte. Wir gehen in eine Selbstumarmung. Ich bin mir gewahr, dass ich reine Liebe bin. Y korrigiere. Gesammelt in einer leeren Mitte. Y korrigiere. Der linke Arm stützt nach unten, der rechte streckt sich nach oben. Finger zum Himmel. Ich bin mir gewahr, dass ich reiner Mut bin. Y korrigiere. Gesammelt in einer leeren Mitte. Y korrigiere. Die Hände bilden den Diamanten überm Scheitelchakra. Ich bin mir gewahr, dass ich reine Essenz bin. Y korrigiere. Gesammelt in einer leeren Mitte, Y korrigiere. Hände auf die Oberschenkel. Mögen alle Wesen ihre Leibhaftigkeit und ihr Schöpfertum entdecken, befreien, lernen anzuwenden. Mögen alle Wesen Leibhaftige und Schöpfer sein. Y korrigiere. Diese Übung haben wir von Vaivamos geschenkt gekriegt. Er hat sie mich vor ungefähr 8 Jahren träumen lassen. Und er hat mir damals im Traum gesagt, dass wer 3 Jahre lang regelmäßig täglich diese Übung macht, was die Zündung seines Schöpfertums angeht, eigentlich genauso große Fortschritte machen würde, als wenn man 3 Jahre lang ausgetestet klopfen würde.
also Adamwürde. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich weiß einfach, dass die von meinen Schülern, und leider ist bei vielen der schweinehündische Widersacher stärker wie das reine Bewusstsein, was um den Wert der Übung weiß. Aber was ich sehe, ist, dass die Schüler von mir, die wirklich diese 3 Jahre diese Übung gemacht haben, am Ende dieser 3 Jahre mit Abstand woanders sind, wie die, die dachten, ach na ja, das schaffe ich schon irgendwie so. Also die Wirkung dieser Übung ist wirklich immens. Und wer sich unsicher ist, kann ja einfach sein Energiesystem befragen lassen, ob diese Übung wirklich was für ihn wäre. Diese Übung wird kombiniert oft mit der Kausalübung für meine Patienten und meine Schüler, die aus dem Halleluja, aus 7 Minuten Stehen und dem Singen des Heilmantrams, des Buddhas, des Bekanzi bestehen. Aber dazu später. Ja, in dem Sinne, mögen alle Wesen ihre Leibhaftigkeit zünden und natürlich auch ihr Schöpfertum. Y korrigiere. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Annette Antoni. Ich werde euch gemeinsam mit Andreas, also Kurs 31, bitte meldet euch mal, wer gehört an Kurs 31. Super. Ja, doch. Herzlich willkommen, Kurs 31. Und herzlich willkommen alle Zuschauer und Schnupperer. Also wir werden euch gemeinsam durch diese 2 Jahre sind's, Leibarbeit begleiten, abwechselnd. Und ich freue mich total. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich neugierig bin, wo ihr so seid, wer ihr so seid. Neugierig auf das, was mit uns gemeinsam entsteht. Und vielleicht das Erste und Wichtigste zur Leibarbeit. Leibarbeit ist keine Körpertherapie. Schreibt es euch hinter die Ohren. Damit wird es ganz oft verwechselt oder viele versuchen es darüber zu erklären. Aber nein, das ist es nicht. Leib als lebendig seiend. Eckhardt hat das letzte Woche im Ambulatorium. Also ich mache mit Andreas zusammen den Leibarbeitsunterricht und ich werde euch dann auch begleiten, wenn ihr soweit seid, im Ambulatorium echte Patienten mit Leibarbeit zu behandeln. Genau, und Eckhardt hat letzte Woche das so schön beschrieben, präzise in einem Satz. Es geht darum, unvoreingenommen auf den Weg des Leibes, also auf das, was uns unser Wesenhaftes, unseren Kern, unsere Existenz zu lauschen und das umzusetzen. Und ja, und was passieren kann und was Wundervolles entstehen wird, da bin ich mir sehr sicher, weil wir das jetzt über die Jahre auch immer wieder erlebt haben, ist tatsächlich dieser Weg zu uns selber. Ich glaube, das ist wirklich das größte Geschenk, was die Leibarbeit uns geben kann, uns immer mehr und immer deutlicher unser Selbst gewahr zu werden, ob im Tun oder im Empfang. Und ich möchte euch ganz, ganz herzlich einladen, genau da zu bleiben, in dieser Achtsamkeit mit euch selbst und euch auf die Schulter zu klopfen, wenn ihr merkt, okay, heute ist ein Tag, wo ich gerne die Hand nur auf meinen Bauch lege und mich nicht berühren lasse von jemand Fremden. Weil auch das ist dann Zeichen, ich bin bei mir angekommen und ich weiß genau, was ich brauche. Und das finde ich sehr, sehr schön und aus dem Kontakt mit mir selber dann in den Kontakt mit einem anderen Menschen zu gehen, ja, so wie Dunkelheim immer wieder sagt, das, was dann bleibt in diesem wesenhaften Kontakt, ist die Liebe, die uns alle in diesem wesenhaften verbindet. Und das finde ich sehr schön und das wird für mich immer deutlicher spürbar. Immer deutlicher spürbar und es kann eben tatsächlich auch sein, also das wird unser Weg sein, immer deutlicher irgendwie zu spüren, was brauche ich, immer deutlicher zu spüren, okay, wo bin ich gerade, wo sind meine Themen gerade und das ist in Ordnung.
Wir müssen die nicht abgearbeitet haben, wir müssen da nicht durch sein, wir müssen da nicht irgendwie eine Lösung haben. Wichtig ist nur, ich spüre für mich, da ist es. Und im allerschönsten Falle kann ich sagen, okay, und das ist in Ordnung gerade so. Da bin ich, da nehme ich mich wahr. Und ich glaube, dass darüber, dass wir als Behandler dann immer mehr in diesen Zustand kommen von ich bin da, ich nehme wahr, wird der Raum für den Menschen, den wir dann gerade berühren, einfach auch immer größer und immer größer. Und berühren im Sinne von eben nicht Körpertherapie, von ich muss den unbedingt anfassen, sondern, möglicherweise ist die Berührung auch darüber gegeben, dass ich neben diesen Menschen sitze. Dass ich unser Kontakt darüber entsteht, dass wir so miteinander sind. Ja? Und es kann aber eben auch sein, dass es einen Ruf entsteht von schüttel mich oder einen Ruf entsteht von knete mir das Knie. Ja? Und all das ist möglich und in diese Freiheit zu kommen, dem zu folgen, genau, beiß mich ins Ohr, in diese Freiheit zu kommen und immer klarer diese Wahrnehmung zu haben und immer klarer diesen Ruf zu hören, das wird unsere Aufgabe miteinander sein. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr anfangt zu zweifeln, wir haben ganz tolle, also ihr könnt mich fragen, ich bin da, ihr könnt immer wieder irgendwie zu mir kommen, auch wenn ihr was braucht von den Impuls zu kriegen, bitte atmen. Einfach weiter atmen, gar keine Gedanken drüber machen, weiter atmen, alles wird gut. So, und wir haben vier ganz, ganz tolle Assistenten dabei. Das eine ist der Eckhard. Könnt ihr mal aufstehen, ihr Süßen? Stefanie aus Kurs 29, Michaela aus Kurs 29 und Claudia aus Kurs 29. Jetzt seit 2 Jahren mit der Leibarbeit betraut und immer noch auf dem Weg. Ganz schön. Und auf dem Weg damit nach draußen in die Welt. Also es gibt ganz viel Potenzial, euch zu ankern und zu sagen, oh, hier, jetzt geht's gerade nicht weiter, hilf mir. Macht was. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ja, so, bald erstmal von mir. Punkt. Ja, das ist das Surrogat für mein inneres Kind. Bigfoot. Und ich liebe ihn deshalb so, weil er so große Füße hat. Und ich bin oft für meine großen Füße als Kind so verspottet worden. Du kannst ja Waldbrände austreten. Und er liebt den Ruf des Leibes höre, weil ich beleibe fast täglich mein inneres Kind. Mein Leben hat sich völlig verändert, seitdem ich meinem inneren Kind die Ehre gebe. Und wenn ich auch den Ruf seines Leibes höre, dann ruft er ganz oft, liebkose meine Füße, liebkose meine Füße, und dann mach ich. Manchmal ruft er auch während der Sprechstunde. Dann nehme ich ihn einfach auf den Schoß und leibe ihn, während ich meine Patienten ordiniere. Ja, und du musst vor denen jetzt keine Angst haben. Ich arbeite auch fast täglich mit ihm. Mein oberster Guru Leonard Shaw, dem Mann, dem ich verdanke, dass ich vor über 3 Jahren mein Herz wieder zurückgekriegt habe, was ich vor 20 Jahren in das Grab meiner verstorbenen Tochter getan habe. Dieser Lichtmensch aus Seattle, den ihr alle jetzt zur Himmelfahrt kennenlernen könnt, der hat mal gesagt, wenn man 3 Jahre täglich
seinem inneren Kind die Ehre gibt und es 3 Jahre mal hintereinander fragt, was brauchst du, es ihm dann gibt. Er sagt, dann hätte das Leben ein völlig anderes Fundament. Manchmal sagt er auch schon 3 Monate. Aber ich glaube, unser Kind braucht lebenslange Aufmerksamkeit. Lebenslange Aufmerksamkeit. Ja. Ich möchte euch ermuntern, euch zu berühren, weil ich kann mich schon wieder kaum verstehen, weil eure Häute so schreien. Ich habe ja diese furchtbare Hellhörigkeit. Manchmal würde ich alles dafür geben, dass ich sie nicht hätte. Manchmal würde ich mir wünschen, dass ich auch diese blöden Augen sehen könnte. Die sind einfach nicht so laut. Aber leider habe ich nur 2 Hellsinne ausgebildet oder geschenkt bekommen. Ich bin potenzialsichtig. Das ist auch nicht so laut. Und dann bin ich hellhörig. Ich höre Haut. Und ich höre Haut in ihrer Bedürftigkeit und in ihrem Schmerz und in ihrer unterdrückten Wollust. Teilweise in einer Lautstärke, dass es mir fast das Gehirn lasert. Und dann kann ich manchmal gar nicht reden, weil ich mich selbst nicht höre, weil die Häute der Gruppen so schreien. Und es ist so leicht, dass eure Häute leiser werden. Eine zarte Berührung. Eine zarte Berührung. Und ich meine es ganz ernst, ich möchte euch in diesen 3 Jahren zu Reibern machen, zu Häutern, zu Hauthörern, zu Hautschmeichlern. Und wenn ich sie jetzt hier 1/2 Stunde reibe und wir nehmen vorher ihr Blut ab und wir nehmen nachher ihr Blut ab, hätten wir schon in 1/2 Stunde einen signifikanten Anstieg ihrer T4-Zellen. Einen signifikanten Anstieg. Ich habe viele Patienten, die sind seit 30 Jahren nicht mehr gerieben worden. In Charlottenburg ist der normale, zärtliche Kontakt zwischen Menschen nach irgendeiner ulkigen Statistik alle 10 Tage 3,5 Minuten. Dass die nicht alle verrecken an Immunschwäche, liegt wahrscheinlich nur daran, dass sie sich alle so viel Ginseng in den Apotheken kaufen. Darum wird die Leibarbeit auch von vielen Seiten so bekämpft, weil wir durch Leiben und Küssen, Küssen gehört noch dazu, aber Leiben und Küssen würde der Pharmaindustrie jedes Jahr Milliarden an Umsatz, würde denen verloren gehen. Weil wer zum Beispiel regelmäßig fremd küsst, braucht nie irgendein Darmmittel nehmen, nie. Weil das ist Symbiose hoch 10, Symbiose hoch 10. Also ihr habt jetzt fast 50 Leute in eurem Kurs. Wenn ihr 2-mal die Woche wechselt, habt ihr nach 3 Jahren einen Darm. Ich garantiere euch, ihr braucht noch 1 Blatt Toilettenpapier, um zu gucken, dass nicht mehr dran ist. Daran erkennt man einen gesunden Darm. Du brauchst 1 Blatt und siehst, ist nicht mehr dran. Irgendwie so die Schüssel voller Papier fällt weg. Ausschließlich nur durch Küssen und Leiden. So einfach ist es, gesund zu sein. Küssen und Leiden reicht, reicht, reicht. Darfst auch weiter Hotdogs essen und Currywurst. Hauptsache, du leibst. Warum sind denn die ganzen Vegetarier, die sich nicht reiben, so krank? Weil es macht nicht nur das Essen. Wir verdauen auch mit unserer Haut. Wir verdauen auch mit unserer Haut. Ich habe euch ja schon mal erzählt von der Trance, die meine Oberhexe Heidi Barz mit uns gemacht hat, zu unserer humanen Erstinkarnation. Und da habe ich erlebt, dass ich bei einem Volk inkarniert bin, dem Volk der Lagune. Die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, wie sich beleidigt. Und die hatten noch keine Namen. Weil die waren noch unindividualisiert. Die wussten wahrscheinlich gar nicht, dass sie alleine existieren. Weil die waren nie alleine.
Weil wenn du jemand leibst, bist du immer auch er. Leiben heißt Konfluenz. Leiben heißt Konfluenz, Vereinigung. Und die wussten auch nicht bei diesem Volk, was trennen heißt. Das haben die nicht verstanden. Ich muss mich jetzt von dem was ist das? Das wussten die nicht. Und die wussten auch nicht, was entscheiden heißt. Reibe ich jetzt Janina oder reibe ich Marc? Also wenn du Marc reiben willst, musst du dich aber entscheiden. Reibst du den oder reibst du mich? Wieso denn? Erstmal habe ich zwei Hände mindestens und ich kann auch mit meinen Füßen zwei reiben. Also, aber warum soll ich mich denn entscheiden? Ich kann auch die erste halbe Stunde dich reiben und dann reibe ich ihn. Was man immer so hört in dieser deutschen Beziehungskultur. Du musst dich doch entscheiden. Ich habe vor 3 Jahren abgeschafft, dass ich mich in diesem Leben noch mal irgendwann entscheide. Ich habe dieser weißen Welt mein Nein entgegengeschrien, mich zu entscheiden. Ich habe dieser weißen Welt auch mein Nein entgegengeschrien, mich zu trennen. Wenn sich irgendjemand entscheiden will, was mich betrifft, soll er sich entscheiden. Und wenn mich jemand verlässt, komme ich sowieso mit. Alles solche weißen Geschichten. Entscheiden. Trennen. Mein Volk der Lagune weiß auch nicht, was Arbeit ist. Heute sagt jemand zu mir, Mensch, du arbeitest so viel. Da habe ich gesagt, stimmt, ich arbeite überhaupt nicht. Ich arbeite nicht. Ich habe Arbeiten abgeschafft vor 25 Jahren. Ich arbeite nicht. Ich mache den ganzen Tag Spaß. Ich hatte heute Vormittag so viel Spaß in meiner Praxis und habe damit irgendwie noch 600 Euro verdient. Nur mit Spaß. Hier verdiene ich nicht einen Bruchteil, aber dafür habe ich hier noch mehr Spaß. Also arbeiten tue ich auch nicht. Das Volk der Lagune kennt das Wort Arbeit nicht. Die wissen nicht, was das ist. Das Volk der Lagune kennt auch das Wort Krieg nicht. Das wissen die nicht, was das ist. Man hat es ihnen versucht zu erklären. Die ersten weißen Missionare haben den versucht zu erklären, was Krieg ist. Die haben das nicht verstanden. Und die sind ja nicht blöd. Aber die haben nicht verstanden, was Krieg ist. Und dann haben die weißen Missionare ihnen versucht zu erklären, was Ehe ist. Na, das haben die schon gar nicht verstanden. Wie? Nur weil ich den heirate, darf ich nicht mehr Janina... Nee, das geht gar nicht. Das war denen so unlogisch. Das war denen völlig unlogisch. Teile meines Volkes haben überlebt. Und wer mein Volk mal ein bisschen näher kennenlernen will, der kann sich ein Buch besorgen. Das heißt, die Suche nach dem verlorenen Paradies. Das ist ein Teil meines Volkes, was da beschrieben wird. Und mindestens das mit dem Krieg, der Ehe und der Arbeit, das kannten die auch nicht. Die waren schon ein bisschen versaut, die hatten schon Namen. Die hatten schon Namen. Ja, Leib. Meine hochverehrte Oma Anna, eine der weisesten Frauen, der vielen weisen Frauen, denen ich in meinem Leben begegnet bin, hat mal gesagt, als ich so ein paar Pickel hatte mit 12. Na, die Haut ist das Spiegelbild der Seele. Was ist jung? Und das stimmt. Wir betreiben keine Körpertherapie in der Leibarbeit. Wir betreiben Seelsorge. Reibende Seelsorge. Wir reiben die Seele. Wobei nicht, dass jetzt irgendjemand ein Problem kriegt. Es gibt verschiedene Berührungstypen. Das eine sind die Reiber. Ich bin ein Reiber und ich bin ein Greifer. Dann gibt es Drücker. Die darfst du nicht reiben. Eine meiner besten Freundinnen ist eine Drücker. Du bist kein Drücker. Wenn ich der während eines Vortrages die Hand halte, dann darf ich nur so machen, weil wenn ich so mache, dann ist die abgelenkt. Dann kann ich sie nicht auf den Vortrag konzentrieren. Ja, das ist, dass du gedrückt hast, das tut so weh.
Du bist kein Drücker. Nein. Du bist ein Reiber und maximal ein Greifer. Ja, so ein bisschen. Und dann gibt es die Festhalter. Alles ist völlig in Ordnung. Man muss sich einfach nur vorher, bevor man sich mit jemand irgendwie näher einlässt, kurz checken, was bist du denn für ein Berührungstyp. Weil sonst geht es ziemlich daneben. Wenn der eine immer nur drücken will und der andere wird immer nur reiben, dann kommst du dir manchmal in die Quere. Wo komme ich gerade her? Ja, Haut. Unsere Haut ist berührbare Seele. Nirgends können wir einen Menschen so direkt seelisch berühren wie in seiner Haut. Nirgends. Und die Haut ist mehr wie die Haut. Der Darm ist auch Haut. Der Darm ist zum Beispiel nach innen gestülpte Haut. Der Mensch hat eine innere Oberfläche und eine äußere Oberfläche. Diese Haut ist die äußere und der Darm ist die innere Haut. Also wir berühren einen Menschen an seiner Haut und wir berühren ihn an seiner Seele. Und jetzt stellt euch mal wirklich vor, diese unendlich vielen Millionen Deutschen, die fast nie angefasst werden. Warum ist das so laut in diesem Land? So laut. Und darum ist es bei meinen Yakumani, Indianern so leise, weil die Häute alle nicht so schreien. Haut berühren bedeutet Seele berühren. Haut berühren bedeutet jemand begreifen. Und ich behaupte mal einfach, jedenfalls gilt es für mich, dass ich Menschen nicht begreifen kann, wenn ich die nicht begreife. Ich kann Menschen versuchen zu verstehen. Aber wenn ich einen Menschen eine Stunde begriffen habe, dann weiß ich tausendmal mehr von dem, ich jedenfalls, als wenn ich mich mit dem unterhalte. Und wenn ich mich von jemandem begreifen lasse, dann kann ich in relativ kurzer Zeit sagen, ob der in der Lage ist, jemanden zu begreifen. Ich habe mit der Heidi zusammen, meiner Erzoberhexe, so ein Männerauswahlprogramm kreiert. Das geht so los mit einem Zahnstatus. Von wegen, man soll niemanden küssen, der einen Friedhof im Mund hat. Dann kommt natürlich die Einkommensteuererklärung, das Muttergutachten. Dann geht er zu Heidi in Hackerkurs. Wenn Heidi ein Mann Hacker tanzen sieht, weiß die, was der für einen Sex macht? Ja, hallo. 1,5 Millionen Jahre habt ihr eure Partner für die Nacht abends an den Feuern ausgesucht, um die wir tanzten. Das ist eine völlig normale Wahl eines erotischen Gefährten, indem man sich anguckt, wie der tanzt. Und wenn du ein bisschen hellsichtig bist, siehst du immer, wie jemand tanzt, was der für einen Sex macht. Das siehst du beim Tanzen. Und das Letzte in dieser Auswahlgeschichte, das kann man bei uns buchen. Ihr kriegt dann die Samtgutachten. Ist, dass ich mich von diesem Mann beleiben lasse. Weil danach weiß ich, ob er in der Lage ist, euch zu begreifen. Und es gibt Männer, von denen warne ich. Da würde ich sagen, die müssen erst noch mal 2, 3 Jahre in die Leibarbeit. Ich habe eine Kollegin, die ist im ersten Beruf Tantra-Therapeutin, eine ganz tolle Frau, macht seit vielen, vielen Jahren Tantra-Massage und die hat jetzt, ich hoffe, es ist nicht falsch, wenn ich sage, ein neues Format, vielleicht gibt es ja das Format schon ewig, ich hatte es noch nie gehört, die hat Berührungscoaching. Gibt es sowas schon länger? Entschuldigung, dann ist es nicht von dir, dann gibt es es schon länger. Ich hatte das so noch nicht gehört. Außer, dass ich das anbieten wollte für diese Männer. Und zu der kommen Männer, die fassen sie 1,5 Stunden an, zahlen dafür viel Geld. Und sie sagt ihnen, wie das war und was sie vielleicht besser machen könnten. Und ich finde das genial. Ich finde das so genial. Weil ich weiß, dass so viele Menschen so scheiße anfassen. So scheiße anfassen.
Und ich frage mich auch, wo sollen sie das denn auch lernen? Wo sollen sie das denn auch lernen? Wo sollen sie das lernen? In ihren zerrütteten Familien, mit ihren schizoiden trinkenden Eltern, in irgendwelchen Kindergärten, wo Kontakt eigentlich ausschließlich über Gewalt geht. Meine Tochter ist Sozialarbeiterin und die war mal in einer Kita in Neukölln. Da ging jeglicher Kontakt nur über Gewalt. Die knallen sich erstmal eine. Und sagen, du schwuler Jude! Das war das Hauptschimpfwort. Schwuler Jude. Wobei, die gucken auch alle von morgens bis abends Al Jazeera. Muss man auch dazu sagen. Ein Sender, der nicht der Völkerverständigung dient. Der dient garantiert nicht der Völkerverständigung. Und das war völlig irre. Und dann hat die sich erstmal verboten, dass man in ihrer Gegenwart schwuler Jude sagt. Und sie hat einfach sich auch verboten, dass man sich sofort immer nur schlägt. Und sie war wahrscheinlich die erste blonde Frau, auf die die gehört haben. Und was irre ist, ist, dass meine Tochter nachher gesagt hat, sie ist nach 4 Wochen dahin gekommen, hat sich irgendwann hingesetzt. Und sofort wurden die wildesten Schläger wie Magneten angezogen, saßen um sie rum und sie hat irgendwie mit 15 einsamen, ich weiß gar nicht, welche Nationalitäten das alles waren, also Jazeera ist, glaube ich, auf Arabisch, also man muss irgendwie Arabisch verstanden haben, hat die mit denen Leibarbeit gemacht, ohne zu wissen, dass sie das wusste, genetisch. Ja. Und sie hat gesagt, sie hat selten so berührungsbedürftige Menschen erlebt. Leibarbeit ist Friedensarbeit. Eine meiner absoluten Lieblingsfrauen in meinem Leben, Annie Sprinkle, hat gesagt, sie macht Friedensarbeit. Friedensarbeit. Annie Sprinkle, ganz wichtig zur Leibarbeit, alle mal googeln und besonders ihre wunderschönen Videos angucken. Annie Sprinkle. Ja, Leibarbeit ist Seelsorge über die Haut. Und lange vor der Leibarbeit wussten die Heiler, dass man über die Haut wahnsinnig viel erreichen kann. Schon alleine Bindegewebsmassage ist eine Hautreiztherapie, wo ich ganz bestimmte Teile der Haut berühre und dadurch innere Organe erreiche. Fußsohlenreflexzonenmassage, wenn mein inneres Kind so ein bisschen so ganz traurig ist, denn natürlich immer erst die Ohren. Die Ohren sind immer wichtig für die inneren Kinder, immer wichtig. Immer mit den Ohren anfangen, immer mit den Ohren anfangen. Das machen wir ja Samstag noch, Arbeit mit dem inneren Kind, darum denkt dran, dass er die alle mitbringt. Und dann gehe ich ihm sofort ans Gehirn, bis dicker Zeh ganz oben. Und dann mache ich ihm ganz schön sein Gehirn und dann mache ich ihm den Hals und dann entspannt er sich schön. Fuß- und Reflexzonenmassage, Therapie über die Haut. Handreflexzonenmassage, Therapie über die Haut. Ich erlebe jetzt gerade einen total tollen neuen Mann, Moshe Zwank. Ich finde den Namen schon toll. Moshe Zwank ist einer der berühmtesten Phobietherapeuten, die es gibt. Moshe Zwank ist so ähnlich wie der eine Sexualtherapeut, der die Monos wieder dazu bringt, sich anzufassen. Der heißt David Schnarch. Schönen guten Tag, ich bin Sexualtherapeut und ich heiße Schnarch. Ja, und Moshe Zwank hat eine Angsttherapie begründet, wo er teilweise furchtbarste Ängste, das lernt ihr auch alles noch, dadurch heilen oder mindestens lindern kann, dass er im Grunde 2 Punkte an der Hand drückt, die einfach eine Weile festhält, der Patient in diese Ängste hineingeht und ich verbinde das dann noch mit Atta und dann sind mit einmal die Ängste weg, nur weil er jetzt 2 Punkte gedrückt hat. Und der Typ hatte schon 2 Analysen vorher hinter sich. Also die Haut ist ein Mysterium. Und das, was ihr hier hauptsächlich lernt, ist,
den Ruf der Haut zu hören, den Ruf des Leibes zu hören und dem zu folgen, dem wirklich zu folgen. Und wenn wir das schaffen, euch zu zünden, in dem Mut zu hören und zu folgen, dann haben wir wirklich viel geschafft. Dann haben wir wirklich viel geschafft. Ganz viel geschafft. Ich möchte ein Beispiel geben zu diesem Hören und Folgen. Ihr könntet euch ein bisschen mehr anfassen, das ist schon wieder sehr leicht. Ich merke es sofort. Wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr mir die Augen verbinden. Ihr könnt, also wer mir nicht glauben sollte, ihr könnt mir die Augen verbinden. Und ich sage euch, wie laut es hier gerade ist. Und ich sage euch auch, wenn es leiser wird. Es ist auffällig, es ist auffällig. Und es ist so leicht, dass es leise ist. So leicht. Wenn Kinder schreien, sind die einfach nicht richtig angefasst. Sind die einfach nicht richtig angefasst. Ja, ich habe Leibarbeit kennengelernt, 82, im Herbst, in Rütte, Todtmoos Rütte, Bildungsstätte für existenzielle Psychotherapie, Karl-Fried Graf Dürkheim und Professor Hippius. Da habe ich meine ersten Leibtherapien gekriegt. Ich kam damals aus so einer ziemlichen psychotherapeutischen Hardcore-Phase. Ich hatte gerade eine dreijährige bioenergetische Analyse hinter mir, wo ich stundenlang vor irgendwelchen Schaumstoffblöcken saß, auf die raufschlug und ständig schrie, Mutter, ich töte dich, bis meine Hände bluteten. Ich will es gar nicht bewerten, aber als ich dann nach Rütte kam und der Graf sich mit mir unterhielt, sagte der Graf, ja, es ist schon manchmal gut, wenn man auch schreit, aber irgendwann muss man auch wieder ganz still sein, sonst hört man die Stimme des Wesens nicht. Und da hat er recht. Manche Leute brauchen auch heute noch Bioenergetik, das testen sie dann halt in unseren radionischen Tests. Aber von meinen Klienten nicht so viel. Meine Klienten brauchen eher Dinge, wo man auf die Stimme und den Ruf ihres Wesens hört. Wenn man mich fragt, was ist Leibarbeit, so wie Annette ja schon gesagt hat, das ist eine Mischung aus Lauschen und Begreifen. Das heißt, ich sitze neben meinem Klienten, das werden wir heute schon üben, und ich lausche. Ich lausche. Und irgendwann höre ich den Ruf. Und diesem Ruf folge ich. Erstes und eigentlich einziges Gesetz der Leibarbeit. Ihr habt alle ein absolutes Recht, aber vielmehr wie ein Recht. Ihr habt alle eine absolute Pflicht zu einem Nein, wenn ihr auch nur ansatzweise ein Nein hört. Also sie kann sich jetzt hier irgendwie von mir eine halbe Stunde ekstatisch schreiben lassen und mit ihm hat sie das Gefühl, jetzt ist gut. Dann kann sie, ja, rein hypothetisch, dann könnte sie einfach sagen, jetzt nicht mehr. Und ich darf keine narzisstische Krise kriegen, sondern ich habe dann einfach meine Flosse wegzunehmen und mich mal umzugucken und zu fragen, hat noch jemand eine Oberschenkelinnenseite frei zufällig? Und wenn einer sagt, ja ich, dann kann meine Hand ja dahin. Aber ich habe weder mit ihr zu zicken, noch habe ich hier einen Terz zu machen, noch irgendwas anderes. Praktisch heißt es, ihr arbeitet mit jemandem und der sagt Nein, dann ist Nein. Punkt. Und dann wird darüber auch nicht diskutiert. Jedenfalls nicht in diesem Kontext. In der Supervision könnt ihr dann gerne darüber arbeiten, warum irgendwie der Mark immer zu mir Nein sagt oder irgendwas. Aber in diesem Kontext ist diskussionsfreier Kontext.
Wenn einer Nein sagt, sagt er Nein. Punkt. Und das macht alles möglich. Weil wir uns auch darauf verlassen können, dass wir ein Nein kriegen. Wenn jemand nicht in der Lage wäre, Nein zu sagen, wäre diese Arbeit jedenfalls in dem Kontext erstmal nichts für ihn. Dann müssten wir einen extra Kontext ausarbeiten, wo wir darauf eingehen. Also ich muss mich immer darauf verlassen, bevor ich mit jemand arbeite, dass ich dann Nein kriege. Weil es könnte theoretisch sein, dass ich mit Janina arbeite und ihr Leib ruft, riech mir die rechte Achsel. Okay, dann rieche ich ihr die letzte. Dann rieche ich ihr die rechte Achsel. Und jetzt kann aber sein, dass ihr kleines Ich, warum auch immer, eine Phobie hat auf Achsel riechen. Und dann möchte ich, dass sie sofort sagt, nein, egal was ich gehört habe. Und dann höre ich ihm nochmal. Und dann biete ich ihr die zweite, was ich gehört habe, an. Beiß mir in den rechten Zeh. Und dann kannst du wieder sagen, nein. Und es könnte sein, dass unser ganzes Spiel 20 Minuten aus ihr Nein besteht. Und ich horche und kriege wieder Nein. Das ist völlig in Ordnung. Das ist eine total schöne Erfahrung. Meine Lieblingsleibgeschichte ist von einem meiner Leiblehrer. Ich habe Leib dann noch über viele Jahre hier in Berlin und an vielen anderen Orten unserer schönen Republik gelernt. Einmal bei René Bugnot und bei Reinhold Tögel. Reinhold Tögel ist mein engster Freund gewesen, den ich jemals hatte. Ist leider 03 gestorben. War ein wunderbarer Arzt, ein großer Magier und ein göttlicher Leibarbeiter. Und Reinhold hat immer die Geschichte erzählt von dieser älteren Dame, so Mitte 60, die zu ihm in die Leibarbeit kam. Und dann hat Reinhold gefragt, die Frau, gibt es irgendeinen Auftrag? Nein, sie hätte ein Buch gelesen von Dürkheim und sie möchte mit ihm Leibarbeit machen. Okay. Gibt es irgendein besonderes Anliegen? Nein, nichts. Okay. Die Frau, würden Sie bitte auf einen der Bank Platz nehmen. Dann legte sich die Frau auf die Bank und Reinhold setzte sich neben sie und lauschte. Und er hörte den Ruf, halt mir den Daumen fest. Und er nahm den Daumen und hielt den Daumen fest. Hatte halt immer ein Ohr offen, und falls sich der Ruf ändert. Änderte sie nicht. Halbe Stunde. Nach der halben Stunde ließ er den Daumen los. Fragte die Ehefrau, gibt es irgendwas zu teilen? Nö. Und er sagte, ja, ich habe gehört, halt mir den Daumen und diesem Ruf bin ich gefolgt. Super. 80 Öcken, sie ging. Nächstes Mal, nächste Woche, die Ehefrau, nö, alles gut. Okay, er setzt sich wieder daneben, halt mir den Daumen. Halbe Stunde, kein anderer Ruf. 80 Öcken, also damals war noch Mark. So, es ging ein halbes Jahr. Der hatte schon manchmal, der hört falsch. Aber es war immer das Gleiche. Halt mir den Daumen. Halt. Und die hatten nie was gesagt. Nie ein Feedback, nichts. Halbes Jahr ist vergangen und er will schon wieder zum Daumen greifen. Und mit einmal hört er, spring mir auf die Brust! Ja, und er sprang ihr auf die Brust. Und saß da, auf ihrer Brust. Keine Regung, nichts. Nichts. Nach 10 Minuten hörte er den Ruf, reicht. Er stieg wieder ab. Er fragte die Patientin, gibt es irgendwas zu berichten? Nein. Er sagte, naja, ich habe den Ruf gehört, spring mir auf die Brust und dann bin ich halt gesprungen. Okay, 80 Öcken, sie geht. Nächsten Tag kriegt seine Sprechstundenhilfe einen Anruf, sie möchte ihre nächsten Termine absagen. Dachte er, naja, wohl falsch gehört. Vierteljahr später kriegt er einen Brief, in dem diese Frau ihm sagt, Herr Dr. Tögel, ich muss Ihnen einfach total danken.
Sie haben mich von meinem 40 Jahre alten und völlig therapieresistenten Asthma erhalten. Zweck. Seit diesem Brustsprung. Weg. Aber diese Praxis verlassen und das Asthma war weg. Einfach weg. So nie wieder, mal wieder. Einfach weg. Und dafür möchte ich Ihnen danken. Und darum habe ich jetzt die Termine abgesagt. Weil ich brauche die nicht mehr. Ich bin ja heilt. Alles gut. Ich möchte Ihnen nur eine Information geben, Herr Dr. Tögel, damit Sie einfach wissen, wie hellauschig Sie sind. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine freiwillige erotische Beziehung, noch nie. Ich bin als Kleinstkind von meinem Großvater über mehrere Jahre missbraucht worden, hauptsächlich oral, dadurch wahrscheinlich auch das Asthma. Wilhelm Reich hat gesagt, dem Asthmatiker steckt der Phallus im Hals. Muss nicht immer so sein, ist oft so. Und dann später in mehreren Beziehungen, als ich noch welche hatte, ist mir immer nur sexuelle Gewalt begegnet. Dann habe ich vor 40 Jahren aufgehört, Beziehungen zu führen. Und habe 40 Jahre lang keine Beziehung geführt. Sie waren der erste Mann, wo ich das Gefühl hatte. Der war meine Grenze. Der erste. Und dazu brauchte sie ein halbes Jahr. Sprung und dann war das Asthma weg. Das ist Leibarbeit. In höchster Vollendung. Nun war der Reinhold auch ein Meister, wirklich ein großer, er war ein Sensei. Er war wirklich ein Meister. Wir müssen nicht alle Meister sein. Wir müssen nicht. Um praktisch zu arbeiten, möchte ich noch eine Sache teilen, die untrennbar von der Leibarbeit mit der Leibarbeit verbunden ist. Die älteste Heilhandlung unserer Spezies ist der Mesmerismus. Die Übertragung von Heilenergie von einem Individuum auf das nächste. Die älteste Heilhandlung, die unsere Spezies kennt. Vielleicht zeitgleich mit der Heilbeißung. Da streiten sich die Anthropologen, ob zuerst gestrahlt wurde oder erst heil gebissen wurde. Aber es ist im Grunde real. Wann immer wir leiden, wann immer wir einen Menschen berühren, immer strahlen wir. Auch ohne Reiki-Kurs für 12.000 Euro. Auch ohne Matrix-Ausbildung für 17.000 Euro. Geben wir immer Heilstrom, immer. Wenn sich zwei Menschen berühren, heilen sie sich, ob sie wollen oder nicht. Also wenn ihr garantiert krank bleiben wollt, lasst euch einfach nicht anfassen. Sich nicht anfassen lassen ist die sicherste Art, krank zu werden. Anfassen ist einfach an sich heilend. Geht gar nicht anders. Geht gar nicht anders. Bei manchen mehr, bei anderen weniger. Bei jedem ist es heilsam, bei manchen ist es heilsamer, woran liegt es? An der Energie, die ein Mensch zur Verfügung hat. Mariechen, ich brauche von dir nochmal Huangling-Mantra. In der Pause, erinnere dich, ja? Du kannst es doch singen, ne? Du kannst es doch singen. Ich nicht vor allem, nicht. Nur mir. Ja. Okay. Du hast es doch mal vorgesungen. Ich kenne einige Mantren. Quanzi und Bosai. Ja. Machen wir nachher eine Pause. Ja. Fiel mir gerade nur ein. Ja. Was könnt ihr machen, um eure Fähigkeit, Energie zu übertragen, zu erhöhen? Ganz einfach. Jeden Tag 7 Minuten die Stehübung. Jeden Tag 7 Minuten die Stehübung und euer Energielevel erhöht sich
immens. Hast du uns die schon mal gezeigt? Nee, kommt gleich. Die muss ich auch nicht zeigen. Ich schicke dir ein Video, wie meine Meisterin das macht. Das sieht hübscher aus. Da stehen halt. Meister von Meisterin und damit natürlich auch mein Meister bildet ja in Shanghai auch Energiemasseure aus, denen er ulkerweise keinen Gong beibringt. Die bildet er in Energiemassage aus, aber er bringt ihnen keinen Gong bei. Und wir wissen noch nicht, warum er ihnen keinen Gong beibringt. Aber er lässt sie stehen. Teilweise 2 Stunden täglich. Weil er sagt, wenn sie nicht stehen, haben sie keine Energie. Und beim Stehen nehmen wir direkt über unsere Laugung-Punkte die Energie der Erde auf. Wir nehmen sie auf, wir ziehen sie regelrecht in unser System und können dann entsprechend viel von abgeben. Ich dachte lange Zeit, muss ich alles nicht machen, weil pumpt ja sowieso in mich rein. Ordentlich küssen und Energie fließt. Stimmt aber leider nicht. Also leider reicht nur ordentlich küssen nicht aus, weil ich küsse wirklich viel und trotzdem habe ich gemerkt, seitdem ich stehe, ist mein Mesmerismus mindestens um das Doppelte gewachsen. Mir gelingen heute beim Strahlen Sachen, die sind mir einfach vor 2 Jahren, sind die mir noch nicht gelungen. Die sind mir einfach noch nicht gelungen. Ich komme heute mit meinem Strahlen an Krankheiten ran, an die bin ich vor 2 Jahren einfach noch nicht rangekommen. Und die Sache mit Meister hat mich einfach davon nochmal überzeugt, wie wichtig das ist. Ihr habt ja alle die Möglichkeit, ab August bei uns die 100 Tage zu machen, wo wir 100 Tage stehen und noch was anderes machen, weil Meister sagt, die 100 Tage sind für uns das Fundament, um unseren energetischen Haushalt fit zu kriegen. Ich habe im Netz mehrere Interviews, wo ich über die 100 Tage spreche, könnt ihr euch einfach anhören. Da ist auch Meisterin zu sehen, einmal wie sie steht und dann wie sie die Naturübung macht. Ihr braucht nur auf meinen Krüger TV-Kanal gehen, bei mir auf meiner Seite. Da sind meine Interviews über Gong und da ist auch Meisterin, ist glaube ich, nee, die Meisterin ist auf meinem Kanal. Egal, findet ihr jedenfalls ganz einfach. Also das ist was, was ihr, wenn ihr wollt, zur Atta-Übung dazu nehmen könnt. 7 Minuten täglich stehen. Und ich empfehle beim Stehen Bekanze zu singen, das Heilmantra des Buddhas. Und das habe ich da auch noch drauf, gesungen von meinem Swami, Mann macht geile Töne. Und das ist super. Das kriegen alle meine Patienten, die ich entsetze, sowieso mit zur Systempflege. Aber es ist auch toll für alle Leute, die Heilstrom machen, die Leibarbeit machen, einfach um ihr Energiesystem hochzukriegen. Und es ist wirklich immens. Ich habe es nicht geglaubt, ich sehe es einfach daran, dass mir heute beim Strömen Sachen gelingen, die mir früher nicht gelungen sind. Und mir sind früher schon eine ganze Menge Sachen gelungen. Dass das irgendwas mit meinen Händen zu tun hat, habe ich gemerkt, als ich junger Krankengymnastikpraktikant war in einer Klinik für Gefäßkrankheiten und da mit Leuten Krankengymnastik gemacht habe und die auch massiert habe. Und dann kamen die zu mir und ich habe sie massiert. Und dann wurden immer mit denen sogenannte Gehstreckentests gemacht, um zu sehen, wie ihre Gefäße verschlossen sind. So um operieren oder nicht operieren. Und wenn jemand eine Gehstrecke hatte bei Metronom 120, unter 100 Metern, war klar, sie machen ihm Plastiken. Und wenn er so 500 war, ab 700, dann muss er nicht operiert werden. Dann haben sie erst was anderes probiert. Und ich habe das ganz oft erlebt, dass ich Leute gekriegt habe in meiner Behandlung, die Gehstrecken hatten unter 100 und dann habe ich die scheinbar ja nur massiert. Dann hatten die danach aber eine Gehstrecke von 600, was für die Schulmediziner unerklärlich war. Unerklärlich. Dann hat der Professor aber aufs Röntgenbild geguckt und hat gesagt, das Gefäß ist zu, egal, wir müssen den operieren. Weil sie das natürlich schon eingeplant hatten in ihr Budget. Da ist mir erstmalig klar geworden, es passiert mehr wie nur, dass ich einen Muskel quetsche, wenn ich massiere. Irgendwas muss da übertragen werden. Und das könnt ihr alle. Ihr alle seid per se Heilströmer. Ihr alle. Mindestens, wenn ihr hierher gekommen seid. Wie weit ihr das perfektioniert,
liegt einmal daran, wie weit ihr euch aufs Leiben einlasst und wirklich transparent werdet, wie Dürkheim so schön sagt, für eure immanente Transzendenz, für eure immer in euch seiende heilende Göttlichkeit und wie weit ihr wirklich euer Energiesystem trainiert durch regelmäßiges Stehen und regelmäßige Aufnahme von Qi aus der Erde. Gut, das wollte ich nur noch sagen. Jetzt möchte ich mit euch anfangen zu arbeiten. Oder hat irgendjemand bis hierher zu dem heute Gesagten irgendeine Verständnisfrage? Bitte. Ich habe keine Verständnisfrage, sondern ich frage mich, weil ich selber Therapeutin bin, ja, weil ich mit Händen gearbeitet habe oder mit Körper, dass ich Energie verloren habe. Nicht immer, aber mit der Zeit schon. Und da habe ich versucht mit Meditation und mit Energie, mit bestimmten Techniken der Meditation wieder Energie zu bekommen. Und vor allen Dingen hatte ich das Problem, mich nicht mehr abgrenzen zu können. Ich habe Energie verloren, immer mehr. Ich habe es gerne gegeben mit Liebe, aber mein Körper hat mir gesagt, halt. Wie laden das jetzt um, indem sie sagen, oder lädt man sich auch, wenn man die Standübung macht? Oder ist das also es gibt zwei Sachen, die wir alle machen müssen, alle. Wir müssen dafür sorgen, dass wir sauguten Sex haben. Das ist das Wichtigste, wo ein Heiler für sorgen muss. Das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste. Du kannst meditieren, wie du willst. Du kannst machen, was du willst. Du kannst jahrelang Om Namah Shivaya singen. Sex ist für unsere Spezies die Steckdose, an der wir Energie ziehen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die Stehübung ist ein wunderbares Medium, um sich Energie zu ziehen. Und dann natürlich die Nierenpflege. Die Nierenpflege. Wir machen beim Gong immer wieder ganz bestimmte Nierengriffe. Wir klopfen uns unsere Nieren, kann ich euch gerne mal zeigen. Ich klopfe mir mehrmals täglich immer wieder die Nieren. Aber ich empfehle dir einfach mal, Wilhelm Reich zu studieren. Und dann habe ich im Grunde alles gesagt. Das ist ja der größte Energetiker, der wahrscheinlich jemals hier auf diesem Planeten gelebt hat. Und der erklärt uns einfach, wo die Energie herkommt, mit der wir heilen. Und was wir dafür machen müssen, dass diese Energie da ist. Der erklärt dann auch sehr viel mehr. Aber im Grunde ist es ganz einfach. Wir müssen in einen Zustand kommen, wo wir berührt werden. Wo wir berührt werden. Und Sexualität ist, wie schon gesagt, für mich nicht nur irgendwie stündlich poppen. Sexualität ist für mich berühren. Ganz viel berühren, ganz viel austauschen, ganz viel Kontakt. Also für mich ist Berühren Liebe. Also wenn ich jemanden anfasse, dann denke ich ja nicht... Ich mache da keinen Unterschied. Für mich Liebe. Ja, ich mache da keinen Unterschied. Aber das ist nur meine Wirklichkeit, kann man nennen. Ich kenne so viele krebskranke Therapeuten, die immer ihr Leben lang Liebe, 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 Liebe gemacht haben. Teilweise noch irgendwelchen zölibatären Richtungen beitreten sind und die dann einfach schwer, schwer krank werden. Und da bin ich irgendwann mal hellhörig geworden. Darum habe ich mich so gefreut, als jetzt rausgekommen ist, dass Amaji immer mit ihren Devotis, mit ihren Swamis. Das fand ich so süß und ich habe mich so für Amaji gefreut, weil ich dachte, Mensch, so eine tolle Frau und angeblich zölibatär, fand ich so nett, dass es jetzt rausgekommen ist. Es war für sie ein bisschen blöd, weil sie jetzt natürlich die ganzen Zicken alle an der Backe hat. Aber ich werde demnächst mal öffentlich meine... alle die, die sich nicht getraut haben. Ist ja. Doch immer so. Ist doch immer so. Und ich werde jetzt demnächst öffentlich meine Solidarität für sie bekunden. Hat mich so gefreut. Weil ich dachte, Mensch, eine Frau, die so viel Liebe gibt und nicht angefasst wird, sowas geht doch gar nicht. Und jetzt ist rausgekommen, die Swamis. Die Swamis. Ja, so schicke, schicke Frau. Ja, also, das sind die beiden Sachen. Und wenn man sich danach richtet, wenn man sich daran orientiert, dann muss man heilen, sagt Reich, weil man sonst platzt. Nee, darum ja. Anfassen und Stehübung. Anfassen und Stehübung. Gut, bis hierher noch irgendeine Verständnisfrage. Ich habe noch eine Frage, wie ist es mit negativer Energie? Oder, also, ja,
Oder auch wenn es mir selbst zum Beispiel schlecht geht, ich krank bin und aber trotzdem weiter heilen möchte. Also, kannst du mir noch ein Wort sagen zu negativer Energie? Was meinst du damit? Ja, im Prinzip das, wenn... ja, wenn ich selber krank bin, zum Beispiel. Wenn du selber krank bist, würde ich dir raten, erstmal ganz viel an deinem Gesundwerden zu arbeiten und dich individuell mit deinem Lehrer oder deinem Therapeuten zu besprechen. Da wäre mir jetzt eine globale Antwort nicht das Richtige. Es kann sein, dass du krank bist und trotzdem würde ich dir sagen, dass das ganz toll ist, für dich zu heilen. Und es gäbe Situationen, wo du krank bist und ich würde dir raten, nicht zu heilen. Das kann ich so nicht sagen. Es gibt kranke Menschen, die sind total heilsam und dann gibt es kranke Menschen, die sollten erstmal nicht. Aber das ist nicht so generell zu sagen. Und negative Energien, ja, alle Leute haben Angst vor negativen Energien. Ich habe auch keine Angst vor negativen Energien. Weil nichts verscheucht negative Energien mehr wie Küssen. Der Dämon hasst Küssen. Der hasst es richtig, Küssen. Der hasst Küssen wie Weihrauch. Und dann halt berühren. Berühren vertreibt negative Energien. Und in unseren Räumen haben die sowieso keinen Platz. Also ich würde in dieses Thema negativer Energien so wenig wie möglich Energie reingeben. Ich gebe da eigentlich überhaupt keine Energie rein. Wenn es die denn gäbe, ich ignoriere die. Wenn meine Tester testen, dass irgendjemand irgendeinen Dämon hat, dann mache ich den weg. Aber ich kümmere mich um den nicht. Und was ich wirklich glaube, und darum ist mir diese Arbeit so wichtig, wenn du erfüllt bist mit Zärtlichkeit, wenn du erfüllt bist mit Berührung, bist du für jegliche Form von negativer Energie immun. Bei Vamos ist mal gefragt worden, woran erkennt man einen Erleuchteten, und bei Vamos hat er gesagt, er wirft keinen Schatten mehr. Wenn du nur noch Licht wirfst, wie sollten dir dann negative Energien gespiegelt werden? Es geht gar nicht. Schöne Antwort, das wollte ich hören. Nur für dich. Ich bin eigentlich aus politischen Gründen ein Gegner des Selbermachens. Weil Selbermachen zur Vereinsamung und zur Asozialität führt. Aber Wilhelm Reich hat mal gesagt, dass man die Jugendlichen ermutigen sollte zu masturbieren, weil die Fähigkeit zu einer lustvollen Masturbation wäre die Grundvoraussetzung für orgastische Potenz. Und da hat der Doktor bestimmt recht. Er hat aber immer darauf hingewiesen, dass das von einer sozialen Situation schwierig ist, wenn Menschen ihre sozialen Kontakte einschränken, wegen ihrer Masturbation. Und das sehen wir ja in Japan, wo irgendwie das halbe Land irgendwie wichsend vor ihren Laptop sitzt und sich kaum noch jemand anfasst. Ich habe letztens im Spiegel einen ganz furchtbaren Artikel gelesen über Sexualität in Japan und die Sexualität von japanischen Jugendlichen. Das ist furchtbar, das ist horrorartig, das ist unbeschreiblich, dass da Sexualität zum großen Teil virtuell abläuft. Ja? Bis hin, dass die ja Gummipuppenbordelle haben, was ich irgendwie auch absolut abgefahren finde. Also, ich sage immer wieder, wenn es irgendeine Gelegenheit gibt, dass es irgendjemand gibt, mit dem ich was zusammen mache, egal was, dann sollte ich alle Energie da reinstecken, dass ich den finde. Und nicht ständig darüber nachdenken, kann ich auch was alleine machen. Ich erlebe das immer in meinen Schamanenkursen oder wenn ich irgendwo einen Kurs mache und ich stelle eine Übung vor, dass sich die Hälfte der Gruppe fragt, kann ich das auch alleine machen? Dann sage ich immer, ja, kannst du auch alleine machen. Aber wenn du die Energie da reinsteckst, ob du das alleine machst, dass du einen findest, mit dem du es zusammen machst, dann ist die Energie besser.
Ich biete euch zum Beispiel an, euch Partner für alles Mögliche zu posten. Ich habe schon 6 glückliche Beziehungen per Posting zustande gebracht. Ja, das ist toll. Wenn du mal jemanden suchst, ich poste. Ich poste alles. Ich brauche bloß ein Bild, 3 zentrale Eigenschaften von dir und 3 zentrale Eigenschaften, die der haben soll oder die haben soll, mit der ich dich übers Book verkuppeln darf. Und meine Erfolge sind beeindruckt. Okay. Ich werde dich testen. Kannst du gerne auf mich zukommen. Beeindruckende Erfolge. Weil das ja alles meine Freunde sind. Das ist ja Stammesverkupplung. Innerhalb des Stammes. Nee, ich will es ja nicht bestimmen. Ich will es ja nur so zusammenbringen. Wenn man aus solchen Kontexten hinausgeht in die weiße Welt, oder wenn man jetzt nach Hause kommt zu 3 schreienden Kindern und einer gestressten Frau, behaltet es lieber für euch. Einfach nicht so. War nett. Es ist eine Erfahrung, dass das relativ wenig bringt, das mitteilen zu wollen. Oder man sagt, Mund halten, hinlegen, lass mich jetzt mal 10 Minuten was machen. So ist es am ehesten zu kommunizieren, aber es ist sonst nicht zu kommunizieren. Es ist auch nicht zu kommunizieren, jedenfalls nicht in dieser Welt da draußen, dass ich hier irgendwie 60 Menschen 5 Stunden die Häute gerieben haben. Das kennen die da draußen nicht, das sehen die sonst nur in Tiersendungen. Du wirst auch sofort befragt, ob du jetzt irgendwie in einer Sekte bist oder irgendwie in einer Selbsthilfegruppe für Hautsüchte oder sowas. Und darum ist es wirklich, ich habe das erlebt, nachdem ich das erste Mal bei Leo Schauer nach Hause gekommen bin und da irgendwie ziemlich gegen die Wand gefahren bin und irgendwie dachte, ey Mann, warum, wieso? Und dann hat Leo gesagt, du, ganz falsch, ja? Ganz falsch, bleib damit erstmal bei dir. Und strahl es aus, dann ist es von selbst okay. Gut, mach was, dass wir alle gut nach Hause kommen. Ich kann zumindest sagen irgendwie, dass dieses Strahlen und dieses Gefühl, was ihr habt, irgendwie, das ist das, was ihr kommunizieren könnt. Ihr könnt dann kommt auch an. Ihr könnt natürlich jetzt auch versuchen, in der U1 eine Leibgruppe zu machen. Das wäre natürlich der Versuch wert. Also im Nachhinein wünsche ich jedem Menschen dieser Welt, dass halt das wenigstens nur einmal empfinden kann, was ich jetzt empfinden habe. Und ich behaupte, das ist ein Menschenrecht. Ich behaupte, das ist ein Menschenrecht. Auch wenn wir natürlich wenn wir natürlich hier eine absolute Avantgarde der Zärtlichkeit sind, aber eigentlich ist es ein Menschenrecht. Beleidigt zu werden ist ein Menschenrecht. So wie Essen, Atmen, Arbeit und Nahrung.